Zufriedene Gesichter waren in der Stadtsparkasse Dessau am Mittwoch durchaus angebracht. Mit dem besten Ergebnis seit 5 Jahren ist die Bank aus dem Geschäftsjahr 2010 gegangen, dank der hervorragenden Arbeit aller Mitarbeiter und der Vorstände Hubert Ernst und Konrad Dormeyer, wie Verwaltungsratschef Clemens Koschig deutlich machte. Das von Dormeyer mit einem Augenzwinkern aus Chefaufseher vorgestellte Stadtoberhaupt fand viele lobende Worte. Es ist eine sehr gute Bilanz, ein erfolgreiches Jahr. Bei allen Schwierigkeiten, die vorhanden waren, hat die Sparkasse dieses Jahr hervorragend gemeistert. Den besten Abschluss seit 5 Jahren hingelegt. Und insofern, wenn man mich dann schon Chefaufseher nennt, ist er sehr, sehr zufrieden. Wir haben ganz andere Aufsichtsgremien bei den Sparkassen, aber der Vorsitz im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Dessau ist eine schöne Aufgabe, die man gern macht. Und wenn man dann von der Mitarbeiterschaft so ein Ergebnis präsentiert bekommt, umso schöner. Mit einer Bilanzsumme von rund 738 Millionen Euro und einem Gewinn von über 615.000 Euro können sich die Zahlen der Stadtsparkasse Dessau mit Sicherheit sehen lassen. Das Geheimnis des Erfolgs liegt dabei im Geschäftsmodell der Bank, das von bösen Zungen schon oft als langweilig bezeichnet wurde. Statt Risikoanlagen und Rekordzinsen setzt die Sparkasse auf Solidität und Verlässlichkeit und blieb von den Folgen der Finanzkrise 2009 dadurch völlig unberührt. Viel wichtiger als die finanzielle Bilanz sei seiner Bank die Rolle, die sie in der Soroslo spielt, so Vorstandschef Konrad Dormeyer. Ich glaube, dass die Sparkasse in unserer Stadt zu denjenigen gehört, die sehr aktiv am öffentlichen Leben teilnehmen. Das tun wir gerne. Wir fördern Kultur, Sport, Vereine. Wir fördern in dem Sinne, dass das Leben so richtig pulsieren kann. Das ist eine Aufgabe, die aus unserer Satzung abgeleitet ist, aber die auch unserer Geschäftsphilosophie entspricht. Dass diese Philosophie aufgeht, zeigte am Mittwoch vor allem, dass Clemens Koschig nicht nur als Verwaltungsratsvorsitzender, sondern auch als Stadtoberhaupt gleich mehrere Gründe zur Freude hatte. Ja, einmal haben wir natürlich pekuniär etwas davon, Steuern, und es gibt ja auch eine gewisse Gewinnabführung, die direkt für bestimmte gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stehen. Aber die eigentliche Bedeutung ist ja die Sparkasse an sich, das Haus für den Bürger hier in der Stadt, mit soliden Finanzierungen für die Wirtschaft, immer ein ganz sicherer, verlässlicher Partner. Und was man eben nicht vergessen darf, ist die Sparkasse ein steter Begleiter des gesellschaftlichen Lebens für unsere Vereine, für Kultur und Sport. Überall steht auch ein Stück Sparkasse dran. Wie sehr der Fokus der Sparkasse auf dem Einsatz für das Gemeinwohl liegt, wird auch deutlich, wenn man Konrad Dormeyer nach den besonderen Höhepunkten des vergangenen Geschäftsjahres fragt und er spontan nicht etwa auf finanzielle Erfolge eingeht. Meilensteine 2010 gab es viele. Das fängt an mit dem Kurt-Weil-Fest, wo wir als Sparkasse lange dabei sind. Wir waren beim Leichtathletik-Meeting dabei. Wir haben sehr, sehr schöne Veranstaltungen gehabt. Im besten vor Augen ist mir unsere Firmenkundenveranstaltung im Hugo-Junkers-Museum. Da hatte ich die glückliche Situation, dass ich mit Herrn Kuras zusammen in Potsdam war, und dort wurde Herr Kuras geehrt als Verein des Jahres für Sachsen-Anhalt, und das war eines der schönsten mit, was man so haben kann. Und dass bei all diesem Engagement für die Allgemeinheit nicht die einzelnen Sparkassenkunden in Vergessenheit geraten, versteht sich nicht nur von selbst. Die Stadtsparkasse Dessau hat es sogar schwarz auf weiß. Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich die Bank die Auszeichnung als beste Bank in Dessau-Roßlau der Fachzeitung Focus Money. Ich glaube schon, dass das auch für unsere Kunden ein gutes Zeichen ist, dass die Sparkasse ihr fairer, verlässlicher und auch souveräner Partner ist. Wir hätten gern alle Dessauer, daran arbeiten wir, und unsere Kolleginnen und Kollegen sind sehr engagiert und bemühen sich, den Titel möglichst auch im nächsten Jahr zu kriegen.